Wenn sie nun neugierig geworden sind und sagen, oh, das ist interessierend, die zwei nette Herren, die erklären das so schön. Und ja, was kosten so ein E-Bike zum Beispiel, gell? Ja, das wissen wir jetzt auch nicht, oder? Pauschal nicht, das ist halt sehr individuell. Eben, denn wir machen ja mit Ihnen ein Projekt. Oh, das hört sich jetzt vielleicht an. Aber allein dadurch, dass wir Ihnen anbieten, als erstes mal uns ganz auf Sie einzulassen. Körpergröße, Ihre Proportionen, alles, welchen Einsatz werden Sie haben, wie werden Sie fahren, welche Technik brauchen Sie und. Entsteht im Grunde genommen ein Profil von dem E-Bike. Dann können Sie noch die Farbe aussuchen und. Und dann kommt ein Preis raus. Und da können wir Ihnen was zu dem sagen. Wir sind garantiert die preiswertesten und die günstigsten. Wieso denn das? Wenn so ein Rädler 4.500 Euro kostet oder 5.500, ist es noch günstig? Ja. Warum? Weil wir nicht wollen, dass Sie regelmäßig zu uns kommen, ein E-Bike kaufen. Wir wollen, dass Sie dieses E-Bike lange fahren. Mindestens 10 Jahre oder noch länger. Und das entspricht ja gar nicht dem Massenmarkt. Die wollen ständig kaufen. Es gibt was Neues, neue Farbe. Nee, Sie sollen bei uns eine Entscheidung treffen, eine langfristige, wie eine Ehe. Und wir sind am Anfang da, damit Sie das Richtige dann kaufen können und begleiten Sie Ihr Leben lang. 10 Jahre, 20 Jahre. Wir sind ein Team, da sind ältere Herren dabei und jüngere Herren und junge Damen. Und so werden wir dann in 10, 20 Jahren Sie immer noch dann versorgen mit Ersatzteilen, mit Service, mit allem, was Sie brauchen. Und nach dieser Zeit, wenn Sie dann zusammenzählen, was das E-Bike gekostet hat, Ihr Tauberrad, werden Sie feststellen, es war das Günstigste. Ja. So, und wenn Sie das alles überzeugt und uns vertrauen, dann gucken Sie vielleicht nochmal auf die Internetseite unserer Tauberrad Brose Modelle, machen dann einen Termin aus oder treten einfach mit uns in Kontakt. Wir freuen uns, wenn Sie unser Kunde und Kundin werden. Ich würde sagen, bis bald. Tschüss.